Projekt Icarus, Teil 2. Tom saß unten in der Kluft auf einem Felsvorsprung in der Falle. Das Tier war ihm sehr nahe und umkreiste ihn langsam. Tom gelang es jedoch, seine Taschenlampe wieder zum Leuchten zu bringen. Erst jetzt erkannte er, was um ihn herumschlich. Als er dem Tier wieder in die Augen leuchtete, zog es sich zurück und flog davon. Tom atmete erleichtert auf und machte sich an den Aufstieg. Aber plötzlich rutschte er ab und stürzte auf einen glühenden Lavastrom zu. Dann stoppte sein Fall abrupt. Jemand hatte seine Füße gepackt und hielt ihn in der Luft fest. Es war das Tier. Tom starrte es ängstlich an. Es flog mit ihm durch ein unterirdisches Höhlensystem bis zu einer großen Grotte. Dort setzte es Tom ab und schlich langsam um ihn herum. Alles gut. Schon okay. Ich werde dir nichts tun. Tu mir bitte auch nichts, okay? Was bist du? Und wo kommst du überhaupt her? Und wieso rede ich eigentlich mit dir? Das geflügelte Tier ging vorsichtig auf Tom zu. Okay, okay. Bleib genau da. Okay? Und ich suche nach einem Weg hier raus. Tom sah sich in der Grotte um und das Tier blieb dicht hinter ihm. Was für ein unglaublicher Ort. Als Toms Blick leicht nach oben ging, entdeckte er dort einen Ausgang. Ah. Oh, okay. Tja, dann bin ich mal... Das Tier hatte Tom umgerannt und ihm seinen Rucksack abgenommen. Es stöberte darin herum, holte eine Wasserflasche heraus und rollte sie hin und her. Hey, hey, das gehört mir! Als Tom die Flasche aufhob, kam es näher und schnüffelte daran. Tom öffnete den Verschluss und ließ etwas Wasser herauslaufen. Beide sahen sich eine Weile in die Augen. Dann wollte Tom mit seinem Handy ein Foto machen, überlegte es sich aber dann. Ich denke, es sollte besser keiner von dir erfahren.